So, jetzt kommen wir zum Korrelationskoeffizienten. Ich fange wieder das Problem an. Mit dem Problem an. Eigentlich ist die Kovarianz, das Ding hier oben, perfekt. Das sagt uns alles, was wir brauchen. Wir könnten das eigentlich so benutzen. Ein kleines Problem hat es. Und zwar, es gibt uns keine Zahl aus, sondern eine Zahl und eine Einheit. Was heißt das konkret? Sagen wir, wir haben zwei Mengen gelesen. Ge ja, zwei Längen gemessen. Entschuldigung. Zum Beispiel, weil die Nasenlänge des Mannes x Zentimeter ist, gucken wir, ob die Fußlänge des Mannes daraus bestimmbar ist. Wir haben zwei Zentimeter-Einheiten hier. Wir haben was in Zentimeter gemessen und wir haben was in Zentimeter gemessen. So, wenn wir was in Zentimeter gemessen haben, wir gehen jetzt mal diese Formel hier durch und es wird echt immer weniger Platz. So, dann haben wir hier Zentimeter natürlich. Auch hier. Weil jeder gemessene x- und y-Wert ist in Zentimetern. So, wenn wir aus Zentimetern einen Mittelwert bilden, dann hat der Mittelwert natürlich auch die Einheit Zentimeter. So, jetzt multiplizieren wir, also das ist ja nur eine Subtraktion, jetzt multiplizieren wir Zentimeter mit Zentimeter, dann kommen hier Quadratzentimeter raus. Das teilen wir dann nochmal durch n und das heißt, wir haben dann das Ding mit der Einheit Quadratzentimeter. Und das ist aber, ich weiß nicht warum, offensichtlich nicht so schön. Will man nicht haben. Man will eine klare, nackte Zahl haben, die uns was sagt. Und deswegen benutzt man den Korrelationskoeffizienten. Wir machen was, damit wir diese Zentimeter wegkürzen können. Aber dazu gehen wir am besten nochmal auf eine neue Seite. Ich schreibe das nochmal auf hier. So, das ist also wieder unsere Kovarianz. Und wie gesagt, wir wollen jetzt irgendwie diese Einheiten wegkürzen. Was wir dann machen ist, wir teilen den Teil durch die Standardabweichung von x und wir teilen den Teil durch die Standardabweichung von y. Ich hoffe, der Begriff Standardabweichung ist noch klar. Das sah so aus. Wir haben die Varianz, die als Sigma Quadrat dargestellt wird und die Standardabweichung ist die Wurzel daraus und das ist genau das, was wir machen. Wir machen also, wir berechnen die Varianz, die für x so aussieht. Ich hoffe, das habt ihr schon mal gesehen. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Entschuldigung, jetzt stimmt's, muss natürlich nur 2 hin. So, die Varianz. Daraus ziehen wir die Wurzel. Wir können hier auch mal ein x dran machen. Und dann haben wir unsere Standardabweichung für x. Das Ganze machen wir auch nochmal für y. Dann haben wir unsere Standardabweichung für y. Und wir stellen bei dem Kram hier fest. Achtung, x wird in Zentimeter, hier fehlt übrigens ein i. X wird in Zentimeter angegeben. Der Mittelwert auch in Zentimeter. Das Ganze wird potenziert, wir haben jetzt Quadratzentimeter, so, daraus, das sind also Quadratzentimeter hier, daraus ziehen wir die Wurzel, das heißt, es bleiben Zentimeter, das heißt, was hier bleibt, sind unten Zentimeter und hier auch Zentimeter und wir wissen ja, oben blieben auch Zentimeter und Zentimeter und dann können wir die Dinger hier kürzen und dann ist das nämlich nicht mehr unsere Kovarianz, sondern jetzt unser Korrelationskoeffizient. Ich vergesse das deutsche Wort immer. So. Als RXY zumindest in meinem Mathebuch geschrieben. Es kann natürlich sein, dass ihr andere Zeichen verwendet. So, das ist der Korrelationskoeffizient. Der hat übrigens die besondere Eigenschaft, ich mache das jetzt mit dem X, mit dem R mal weiter, dass er im Bereich von minus 1 und 1 nur zu finden ist. Was wir eben noch hatten, ich gehe nochmal eins zurück hier, das Ding, was hier rauskommt, kann ziemlich nach oben oder ziemlich nach unten gehen. Kann ziemlich explodieren. Bei mir waren es einmal 162 Zentimeter oder sowas. Ich habe mal so eine Testrechnung gemacht. Also, da kann man noch schlecht einschätzen. Und jetzt haben wir aber hier quasi, ich sag mal, einen definierten oder einen festen Bereich, in dem wir arbeiten. Und da ist das dann ein bisschen standardisiert einfacher einzuordnen. Also, man kann jetzt, oder man sagt auch, wenn jetzt unser R, man sagt dann, wenn der absolute Wert von R im Bereich liegt von 0 und 0,2. Ach, das waren solche Klammern hier. Dann haben wir eigentlich keine Beziehung zwischen den beiden. So, ich weiß, es sieht ein bisschen schlampig aus, aber das soll gar nicht der wichtige Punkt sein. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, jetzt haben wir hier einen definierten Bereich an der Stelle. Und da kann man natürlich jetzt einfacher sagen, Grenzen von 0 bis 0,2 ist es halt nichts. Von 0,2 bis 0,4 haben wir ein bisschen Zusammenhang und von 0,4 bis 0,6 ist schon mehr. Und wenn du 1 hast, dann hast du den Überzusammenhang und dann bist du der Champ.
So, was ich außerdem sagen will, ich räume das nochmal kurz ein bisschen auf. Wenn man jetzt in sein Mathebuch guckt und man sieht diese Gleichung hier, dann sieht die eigentlich ein bisschen schwer zu merken aus, finde ich für mich. Aber wenn man sich den Hintergrund merken, wenn man sich, wenn man nicht vergisst, dass wir eigentlich nur das Ding hier in zwei geteilt haben und hier den Mittelwert von x, den Mittelwert von y hatten und einfach hier unser quasi neues Koordinatensystem aufspannen und eben dieses Ding haben mit, dass wir hier zwei Plusse haben und dass wir hier zwei Minusse haben und hier Minus Plus und Plus Minus, was ich eben im vorigen Video erklärt habe, dann macht der obere Teil Sinn und wenn wir dann noch wissen, wir wollen hier eigentlich nur die Einheit wegkürzen, dann ist das auch gar nicht, finde ich, mehr so schwer, sich zu merken, dass, okay, wir müssen hier nochmal durch die Standardabweichung teilen. Und weil alles in diesem Bereich nochmal durch n geteilt wird, wird auch hier nochmal durch n geteilt, weil wir glücklich sind damit. Also ich finde, wenn man hier diesen Hintergrund kennt, dann ist das sich auf jeden Fall ein bisschen leichter zu merken. So, und mit dieser Videoreihe soll es das, so, soweit ich das in meinem Skript sehe, erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat was gebracht. Wenn nicht Unklarheiten sind, dann, also wenn nicht, wenn es nichts gebracht hat oder Unklarheiten da sind, dann in die Kommentare, am besten unter das entsprechende Video, weil ich habe die ja geteilt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken.